Weißt du, mir ist ja letzten Samstag in der Metzgerei etwas saublöds passiert. Leck ist das peinlich gewesen. Gut, angefangen hat es ja schon daheim, gell? Ich bin extra noch ein bisschen früher aufgestanden, so um die 9:30 Uhr. Eigentlich halb 11 geworden mit allem Drum und Dran. Ist ja egal, einfach früher, dass ich beim Einkaufen in den Läden nicht allzu viele Leute antreffe. Also, ich ohne Kaffee schnurstracks in das Dorf, oder? Und dann gleich zuerst noch Lust, einen Kaffee zu trinken und ein Gipfel zu essen. Und so ist dann halt Mittag geworden. Ich also am 12. in dieser Metzgerei. Und hey, obwohl ich viel, viel früher aufgestanden bin, bin ich nicht der Einzige. Pumpen voll und an nur hoher Puff. Oder Rush Hour, wie wir in Kabinden noch gerne sagen. Weißt du, alle am Warten und einen am Schaffen. Gut, ihr habt allen Grüezi gesagt, weil in einer Dorfmetzgerei kennt jetzt nun mal jeder, gell? Und dann habe ich hinter der Scheibe von dieser Theke das Fleisch angeschaut, was man halt so macht, wenn man noch nicht dran ist. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, sagt der Metzger zu mir: Grüezi, Herr Schmid. Ich bin unhoher verschrocken. Dann empfällt mir auch noch den Namen. Peinlich. Gut, ich habe dann auch Grüezi gesagt, aber ohne Namen. Dafür mit sehr viel Ausdruck und besonders nett und deutlich. Und jetzt ist es passiert. Ich also Grüezi. Und hey, in dem Moment löst sich ein Gipfel, Bröstmel, was sich da zwischen meinen zwei Vorderzähnen versteckt hat, und pflückt mit dem C vom Grüezi fadengerad und unkontrolliert auf die Scheibe drauf los und bleibt dort kleben. Alle haben es gesehen. Alle. Und alle schauen jetzt das nasse Gipfel in Brüssel her. Peinlich, peinlich. Und weißt du, irgendwann hat sich das Gipfel in Brüssel auch bewegen. Zuerst nur ein bisschen und ein bisschen mehr und läuft so ganz langsam die Scheiben oben runter. Und hinten eine nasse Spur. Alle schauen mich jetzt entsetzt an, sogar der Metzger hat das Messer auf die Seite gelegt, gell? Ja, irgendetwas musste ich ja machen, also habe ich den Ärmel vom Pulli gepackt und das Zeug einfach wegputzen wollen, so. Aber du, je mehr sie geputzt haben, desto grösseres Geschmier hat es gegeben, gell? Ja, hey, irgendwann hast du das Fleisch praktisch nicht mehr gesehen. Zum Glück hatte ich noch ein sauberes Nasstuch im Sack gehabt. Habe ich gemeint. Das war dann aber nicht mehr ganz sauber, habe ich dann gemerkt. Grauenhaft. Und weißt du, auf der Scheibe hat es dann vom Nasstuch auch noch die kleinen. Nein, ich mag es euch gerne nicht erzählen. Das hat ausgesehen. Hinten das rohe Fleisch und vorne das gigantische Geschmier, oder? Du, wenn ich mich recht erinnere, sind dort die ersten Leute zum Laden raus. Dann hat auch noch das Kind neben mir gebrochen. Also. Auf den Boden kotzt, wie wir in Graubünden auch noch eher sagen. Und hat angefangen zu schreien wie am Spiess. In einer Metzgerei, am Spiess. Ich habe geputzt und geschwitzt, um die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Darum habe ich den anderen Metzger gefragt, ob er mir eine saubere Lumpe hat. Aber es ist viel zu viel geworden für ihn. Sein Grind ist rot geworden, wie ein Otterkot. Er hat das grösste Messer gepackt und ist einfach auf mich drauf los. Hey, ich sage euch. Hey, ich sage euch. Wenn der nicht ausgerutscht wäre auf dem. Vom Kind. Dann hätte sich der auch nicht müssen am hohen Metallgestell heben. Dann wäre das auch nicht mit voller Wucht auf die Scheibe von dieser Auslage reingefallen. Dann wäre die Scheibe auch noch ganz geblieben, gell? Und dann wäre er auch nicht voll mit voller Wucht in das Fleisch hineingestolpert und auch nicht ins eigene Messer und hätte sich auch nicht der Hals aufgeschlitzt, gell? Das hat im Fall gespritzt, hey, bis an die Decke. Und der hat geschrauen, hey, bis am Schlutz. Ja, das hat ausgesehen, überall Scherben, Metzger und Fleisch und Blut. Hey. Nein, das ist mir also zu viel geworden, gell? Ich habe mein Nasstuch zusammengepackt und bin heim. Ja, weil die Scheibe hast du einen Weg nicht mehr putzen können, gell? Und er hat jetzt auch nicht unbedingt ausgesehen, so könnte ich noch bedienen. Nein, also ich bin heim.
und habe mich dann für ein Gemüserisotto entschieden. Danke vielmals. Der Rolf Schmid. Danke vielmals. Toll. Wahnsinn. Super. Toll. Wahnsinn.